Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und es ist mal wieder Zeit für eine weitere Folge der Hertha News und es gibt einiges rund um Hertha BSC zu besprechen. Heute gibt es einige Transfer-News. Wir wissen ja, Benjamin Weber hat schon bereits vor Beginn des Transferfensters gesagt, dass es nur Neuzugänge geben wird, wenn einzelne Spieler Hertha BSC verlassen. Und heute habe ich einiges an News dabei, welche Spieler möglicherweise in den nächsten Wochen Hertha BSC verlassen könnten. Und ich würde sagen, verlieren wir auch gar nicht so viel Zeit und sprechen wir heute speziell über drei Spieler. Ich beziehe mich hier heute in diesem Video auf einen Bericht von Florian Plettenberg. Wer Florian Plettenberg nicht kennt, Florian Plettenberg ist so ziemlich der bekannteste deutsche Sportjournalist, hat auch auf Twitter mehr als 100.000 Follower und er hat gestern Abend etwas über Hertha BSC getweetet und wir schauen uns das jetzt einfach mal etwas genauer an. Florian Plettenberg hat nämlich zuallererst getweetet, dass Hansa Rostock daran interessiert ist, Maolida von Hertha BSC zu verpflichten. Und Hansa Rostock ist nicht der einzige Verein, sondern auch ein Top-Club aus Schottland möchte Maolida verpflichten. Und das hoffentlich passiert. Ich sag's so, wie es ist. Ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich Maolida abgeben. Wir haben Maolida damals vor 2 Jahren verpflichtet, im ersten Transfersommer von Freddy Bobic. Und das war im Endeffekt ein Riesentransferflop. 4 Millionen Euro haben wir damals ausgegeben und es wurde versprochen, Mentalitätsspieler zu verpflichten, aber Maolida war eigentlich so ziemlich das Gegenteil davon. Er war ein sehr lauffauler Spieler und das hat man auch in den Spielen gesehen. Er hat selten sein Tempo ausgenutzt und offensiv war er nicht ein Unterschiedsspieler. Er war einfach nur da und im Vergleich zu Kunja und Radonjic war das ein riesen Downgrade. Mittlerweile spielt er nur noch bei unserer zweiten Mannschaft ab und zu in der Regionalliga. Und da ich mir sogar die Spiele unserer zweiten Mannschaft ab und zu anschaue, kann ich sagen, dass es noch nicht mal auffällt, dass er eigentlich ein Profispieler ist und 4 Millionen Euro gekostet hat. Er spielt auch in der Regionalliga unterirdisch und man muss dieses Kapitel endlich beenden. Maolida verdient auch jetzt noch recht viel Gehalt bei uns und es ist schade, dass der Deal im Sommer zu Ankara Gücü nicht geklappt hat. Ich bin erstaunt, dass es überhaupt einen anderen Zweitligisten gibt, der Interesse an Maolida hat, denn in den letzten 3 Jahren hat er so ziemlich keine Argumente geliefert, warum man ihn verpflichten sollte. Er spielt momentan bei den Komoren in der Nationalmannschaft, hat dort in 2 Spielen 2 Tore erzielt. Vielleicht hat das ein bisschen Aufmerksamkeit noch auf ihn gelenkt, aber man muss eben sagen, das war ja wirklich unterirdisch, was er bei uns gezeigt hat. Man muss dieses Kapitel so schnell wie möglich beenden. Für mich, so bin ich ehrlich, ist er auch ein Gesicht des Abstieges. Es war einer dieser Söldner bei uns im Kader und Maolida, so ehrlich bin ich mit euch, ist für mich ein Söldner gewesen. Ein Spieler, der nie mit Herz und Leidenschaft gespielt hat, sondern einfach nur ein absoluter Schönwetterfußballer, der einfach die Kohle bei uns kassiert hat. Es hört sich hart an, aber für mich hoffe ich einfach, dass das Kapitel jetzt beendet wird. Er kriegt keine Chance mehr bei uns in der zweiten Liga und vielleicht bei Hansa Rostock gelingt ihm ein Neustart. Ob es jetzt ein fester Wechsel ist oder eine Laie, ich würde eher ausgehen von einer Laie und es wäre mir auch eigentlich schon fast ziemlich egal, denn wir würden somit wenigstens einen Teil seines Riesengehaltes einsparen, womit wir uns möglicherweise noch andere Spieler finanzieren können. Maolida ist einer unserer Besserverdiener und jeder Abgang dort ist vor allen Dingen bei unserer finanziellen Situation einfach wichtig. Und zudem schwächen wir auch noch die Konkurrenz, so ehrlich muss man eben sein. Aber möglicherweise startet er auch bei Rostock oder bei dem schottischen Verein durch. Keine Ahnung, ob ich es ihm gönnen würde, aber Maolida, sind wir ehrlich, man muss einen Strich hinter diesem kompletten Kapitel setzen. Auch wenn es möglicherweise wieder nur für eine Laie reicht, hoffe ich einfach, dass man ihn zumindest los wird, denn so ist er einfach nur eine geldfressende Kaderleiche und das hört sich ganz hart an. Deswegen hoffe ich, dass er Hertha BSC in diesem Winter verlassen wird. Das mag sich jetzt alles ganz hart angehört haben, aber ich war wirklich kein Fan von Maolida. Er hat nie sein Tempo ausgespielt. Seine Dribblings waren eine Katastrophe, das war Viertliganiveau. Er war, sagen wir mal, auf Beinfüßen unfähig. Das hört sich hart an, aber er hat einen starken rechten Fuß und der andere Fuß war nicht zu gebrauchen. So, sein Defensivverhalten, sein Anlaufverhalten, seine Arbeit für das Team, seine Laufbereitschaft. Digga, wie hat er es überhaupt geschafft, Profi zu werden? Das hat man sich hier manchmal gefragt. Das klingt hart, aber für mich war das wirklich übel und er ist ein Gesicht des Abstieges. Hört sich hart an. Ich hoffe, wie gesagt, dass sich seine Karriere auch noch bessert, dass wir noch ein bisschen Kohle für kriegen. Aber das Engagement bei Hertha BSC,
Das war unglücklich. Und dass Freddy Bobic vor 2,5 Jahren angekündigt hatte, Mentalitätsspieler zu verpflichten und sich dann Maoli da geholt hat, das war das Lustigste, was jemals Hertha BSC passiert ist. Ja, wo er das Traurigste, aber im Nachhinein muss man einfach nur noch drüber lachen, was in diesem Transfersommer bei uns passiert ist. Aber möglicherweise kann Hansa Rostock dieses Kapitel beenden. Und dass Maoli da 2,5 Jahre, nachdem er für 4 Millionen Euro zu uns gekommen ist, bei Hansa Rostock landet, ich glaube, damit hätte er selbst nicht mal gerechnet. Ich würde sagen, soviel zu Maoli da. Kommen wir zum nächsten Thema des Tages. Ja, ich beziehe mich erneut auf einen Bericht von Florian Plettenberg, denn es geht auch noch um einen zweiten Spieler, der Hertha BSC verlassen könnte. Und zwar geht es um Kilian Nsona. Es gibt 2 Vereine aus dem Ausland, die ihn gerne verpflichten wollen würden, nämlich zum einen Rapid Wien und Girondins Bordeaux. Beide sind daran interessiert, unseren 21-jährigen Flügelspieler zu verpflichten. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Nsona hat einen Vertrag bei Hertha BSC bis zum Jahr 2026, ist 21 Jahre alt und kommt immer und immer mehr rein. Er war 2 Jahre raus. Wurde er damals, ich glaube, im Winter verpflichtet von Freddy Bobic in seinem ersten Transferwinter. Und das ist jetzt mittlerweile schon 2 Jahre her. Er ist jetzt wirklich, das kann man hier ganz gut nachgucken, seit dem 31.01.2022 Teil unseres Vereines. Und er hat uns damals 500.000 Euro gekostet. Er hatte damit schon eine Riesenverletzung. Er hat sich bis heute, sagen wir mal, nicht so wirklich erholt. Er hat jetzt in der Regionalliga Nordost einige Einsätze absolviert, konnte auch schon bereits seine erste Vorlage erzielen im letzten Spiel gegen Hansa Rostock. Trotzdem, möglicherweise wäre für ihn ein Tapetenwechsel die richtige Wahl. Möglicherweise auch ein Wechsel in seine französisch sprechende Heimat. Ich bin ehrlich, ich habe immer noch gewisse Hoffnungen in Nsona, denn er hat Ansätze, wo man einfach sagen kann, das sind super Ansätze. Ein Tempo ist vorhanden, ein gewisses Spielverständnis ist vorhanden. Aber das Problem ist halt einfach, er war 2 Jahre raus und er muss erstmal irgendwie diese 2 Jahre nachholen. Und wenn man so lange im jungen Alter raus ist, das wirft einen in der Entwicklung enorm zurück. Ich bin mir sicher, Nsona würde ohne die Verletzungen schon ganz woanders stehen. Und dass es bisher nicht geklappt hat, finde ich unglaublich schade. Er hatte lange Zeit einen Trainingsrückstand. Er war leider lange außen vor und man muss ihm sagen, es ist ärgerlich. Trotzdem muss man auch die finanziellen Aspekte bedenken. Nsona verdient nicht wenig bei uns. Er hat damals auch einen hochdatierten Vertrag von Freddy Bobic bekommen. Ist, glaube ich, ein mittlerer 6-stelliger Betrag, den er verdient. Mittlerer 5-stelliger Betrag. Na gut, wie dem auch sei, er verdient auf jeden Fall nicht wenig und er wird bei uns, denke ich mal, in dieser Saison nicht wirklich eine Rolle spielen. Für ihn wäre meiner Meinung nach, wenn es nach mir ginge, eine Leihe in seiner Heimat das Richtige, damit er sich komplett erholen kann, vielleicht näher an der Familie ist und sich in eher gewohnterem Umfeld besser spezialisieren kann. So, das wäre mein Eindruck. Florian Plettenberg schreibt aber nichts von Leihe oder Kauf, das finde ich auch schon mal top. Bloß, dass Rapid Wien und Girondins Bordeaux interessiert sind, ihn zu verpflichten. Ein Kauf weiß ich noch nicht mal. Ich bin mir sicher, dass jetzt Hertha BSC nicht die großen Ablösesummen aus ihm rausholen kann. Ich meine auch, wie auch, Nsona ist immer noch ein Spieler, mehr oder weniger eine tickende Zeitbombe. So, er war lange Zeit verletzt. Der Aufbau, der dauert noch ein bisschen so. Ich denke mal, ein Kauf ist dort erstmal unrealistisch und eine Leihe ist eher das realistische Szenario. Ich hoffe mir, dass irgendwann Nsona vielleicht mal im Olympiastadion spielt und dort sein Debüt feiern kann. Für mich ist er immer noch ein Flügelspieler, das habe ich auch manchmal in der zweiten Mannschaft gesehen. Er ist schnell, er ist technisch versiert, er hat Spielverständnis, er ist beweglich, er bringt viele Attribute mit, aber die Verletzungen haben seine Karriere bis hierhin einfach massiv unterbrochen. Ich wünsche Nsona nur das Beste und ich weiß, dass er ein wirklich guter Spieler sein kann, aber ich glaube, es reicht einfach nicht. Es ist einfach übel, was die letzten Jahre an Verletzungen auch noch dazugekommen ist. 2 Jahre raus zu sein, das ist schon ein heftiges Brett. Von daher schauen wir mal, was bei Nsona rauskommt und wie am Ende entschieden wird, beziehungsweise bei welchem Verein er möglicherweise landet oder ob er bei Hertha BSC bleibt. Wie gesagt, Nsona ist ein Spieler, da sage ich ganz im Ernst, er hat noch eine Chance verdient. Aber eine Leihe in die Heimat, eine Leihe zu einem anderen Verein, das würde möglicherweise
nochmal ein paar positive Akzente mitsetzen. Soviel zu Unsona, schauen wir uns jetzt einfach nochmal den nächsten Spieler und die nächsten Gerüchte an. Nämlich gibt es Gerüchte aus England. Football Insider, eine relativ große englische Plattform, berichtet, dass West Bromwich und Ipswich Town gerne unseren Stürmer Derry Sherin verpflichten wollen würden. Ich glaube, ich sage hier das Gleiche wie auch schon im letzten Transfer Sommer und Winter, als irgendwelche englischen Vereine Derry Sherin verpflichten wollen. Derry Sherin hat mir gestern im Testspiel richtig gut gefallen und ich finde, dass er so auch gegen Düsseldorf ein würdiger Reserve-Ersatz sein kann. Er ist wendig, er ist schnell, er ist zwar meiner Meinung nach noch nicht unberechenbar genug, denn er tut immer das Gleiche in der Offensive, er macht immer einen Haken und dann sucht er den Abschluss, aber ich finde trotzdem, dass er unglaublich viele Attribute mitnimmt, um ein richtig guter Spieler zu sein. Er hat mir gestern im Testspiel richtig gut gefallen und ich würde es mir wünschen, solange wir jetzt da nicht den großen Ersatzspieler in der Pipeline haben, dass wir Derry Sherin als dritten Flügelspieler behalten. Wir brauchen ihn, wenn wir zum Beispiel auf verletzte Spieler zurückgreifen müssen. Also wenn einige Spieler verletzt sind. So, Martin Winkler ist auch häufiger mal verletzt, ist mal ein paar Spiele raus. Da brauchen wir einen Derry Sherin. Und ich finde, dass momentan ein Wechsel unklug wäre. Immer noch, trotzdem hat Derry Sherin einen Vertrag bis zum Jahr 2027 unterschrieben. Und die Vertragsunterzeichnung ist auch noch gar nicht so lange her. Vielleicht ist eine Leihe wieder eine Option. Wobei ich mir wirklich wünschen würde, dass wir jetzt erstmal auf Derry Sherin bauen. Unsere Jugendspieler nutzen, die Qualität unserer Akademie nutzen. Derry Sherin brauchen wir und natürlich am Ende ist es immer noch der Spielerwunsch, der entscheidet, aber ich würde mich freuen, wenn Derry Sherin erstmal hier bleibt. Im nächsten Sommer kann man die Situation neu bewerten. Möglicherweise sind wir dort dann auf dem Flügel nochmal anders aufgestellt, haben noch einen Spieler mehr oder weniger und dann kann man entscheiden, wie man damit umgeht. Aber aktuell, finde ich, würden wir uns mit einem Abgang von Derry Sherin nach auf die Insel einfach nur verschlechtern so, ne? Wie gesagt, die ganze News kommt aus England. Pete O'Rourke, okay, keine Ahnung, wie der Typ ausgesprochen wird, berichtet es. West Bromwich und Ipswich Town sind interessiert an Derry Sherin. Mal gucken, ob es umgesetzt wird, denn die Gerüchte gab es auch im letzten Sommer und passiert ist gar nichts. Mal gucken. Ich würde sagen, dazu gebe ich dann noch ein Update, sobald dort mehr bekannt ist. An dieser Stelle würde ich aber sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Vergesst auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr rund um Hertha BSC verpasst. Wir sehen uns auf jeden Fall die Tage zu einem neuen Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt den Abend und ciao.